manchmal. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Max Payne 3. Wir sind heute wieder mit dabei. Ja, wo wir letztes Mal ungefähr aufgehört hatten. Aber was natürlich nicht so der Hit war, weshalb wir jetzt wieder weitermachen von dem letzten Punkt, sag ich mal. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's und ich fange einfach mal an. So. Hier war die blöde Stelle. Komm. Alter, wie so eine halbe Stunde Slow-Mo ist. Boah, knappes Ding. Oh oh. Ah. Dammit. Die sollen mal abhauen mit ihren Granaten. Der da. Nein, Granate. Lauf. Ah, ich raste aus. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass das jetzt nicht so der Hit ist mit diesen Granatentypen. Okay, das war schon. Zeigt, wie es geht. Boom, boom, boom. Granate irgendwie. Ja, genau, jetzt nachladen. Ey. Boah, wie es abgeht, yo. Ja, ich gehe mal auf Nummer sicher und setze noch einen hinterher. I hadn't seen Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following a trail of her fingers. Puh. Alter, hammerhartes Ding, Leute. Ich glaube, ich sammle noch mal kurz hier die ganzen Waffen ein. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ah, ich bin schon mega angefickt hier von dem von den Leuten jetzt und habe jetzt auch kaum noch Leben. Wird auf jeden Fall interessant. Mal gucken. Hier kann ich nicht rein, oder? Nee, kann ich nicht. Ich muss wohl einfach hier weiterlatschen und zu dieser komischen Flagge da. Nicht komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ich muss sagen, in diesem Part von der Map habe ich teilweise ab und zu mal so kleine FPS-Einbrüche, aber man. Wobei es geht noch momentan echt. Malaria tablets might have been more useful out there. Die letzten Male war das echt schlimmer, aber. Ja, jetzt geht's ja einigermaßen. Ah, ich tue jetzt erstmal. I had to keep on going across the docks. Moment mal, ja, ich will eigentlich erstmal ein paar Pillen suchen, muss ich sagen. Ah, hier scheint es aber nicht so, als ob hier irgendwas Geiles wäre. Ah, schön. Knopf drücken, Knopf drücken. Ah, ne, Hebel ziehen, so ist das. There they were. Uh-oh. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. And maybe a few years before that as well. Wie er dauerhaft seine Waffe wechselt, der rastet irgendwann aus. Jetzt habe ich auch noch schön ein bisschen Medizin.
kann ja nie schaden. Vor allem mit Laufen immer von mir. Wow. Ach nee. Das ist der Fahrer. Jetzt habe ich ihn gekentert. Wo fährt das Ding jetzt hin? Ja, explodier halt mal eine Runde. So. Der Sinn ist noch nicht ganz... was war das denn für ein geiles Gewehr? Leuchtpunktvisier. Leuchtpunktvisier, jo. Ja, lad halt direkt nach. Nicht sterben will. Geht doch. Oh 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 oh, die habe ich ja ganz außen vor gelassen. Ah, jetzt kommt mein Mega Jump. Bom 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 bom. Den ersten habe ich. Den zweiten auch. Ja, seht ihr, wie das geht, man. Oh damn it. Ja, habe ich nicht gerochen. Ich dachte, der wäre tot. Aber YOLO. Gucken, was hier geht für eine Party. Ja, und weiter geht's, würde ich sagen. Auf, auf. Ich rieche doch, dass ich da drauf drücken kann. Ballern kann. Yeah. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu spät, aber YOLO. Wie komme ich jetzt hin? Kann ich einfach durch oder was? Ja, kann ich. Ach du Scheiße, ja. Oh fuck. Dass der nicht sterben will. Alter, jetzt mal schnell ein bisschen. Oh oh. Explodiert. Ja, komm, explodiert halt, ey. Not my problem. Ah, oh fuck, ich bin gleich aber weg vom Fenster, wenn ich so weitermache. Oder auch nicht. Wow, der kam überraschend. Das könnte jetzt teilweise mal gerade echt knapp werden für mich. Ich habe ja gerade echt irgendwie ein bisschen wenig Leben. Und die mit ihrer Puta, Alter. Oh oh. Den habe ich. Den habe ich auch. Puh. Okay, den habe ich auch. Läuft der gerade eigentlich ganz glimpflig, muss ich sagen. Bis auf, dass ich fast down bin. Ja. Hätte ich wieder was in der Luft sprengen können, aber YOLO Swag. Ah ja, heil Dinger hier. Okay, ist wieder eine normale M4 anscheinend. Also, nicht was heißt normale M4. Na, das Leuchtpunkt will ich natürlich haben. Ups. Wobei die mit der Präzision finde ich nicht so geil wie mit der M4. Oh, ich höre die ganze Zeit die Stimmen von den Homos. Oh ja, da. Pff, das war's. Oh. Number one, number two, number three. Ja. Der ist auch weg. Nächster weg. Boah, dammit. Dammit, von wo? Da.
So macht man das, ja. Der hat der minimal gefressen. Ja, überall diese Dinge, aber ich mach's lieber hier per Hand. Ich brauche hier keine Hilfe. Ach, nicht ernsthaft, come on. Ach, come on, Alter. Ja. Erstmal einen Tee schlürfen. Nam, 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 köstlich. Da bleibt die Stimme auch fein bei. Was macht der denn? Ja, klar. Wie soll es auch anders sein? Der kommt, wenn alle, wenn ich gerade hier verreckt bin fast. Okay, okay, don't worry, hang on. Boy, did I need to hang on. The whole operation was slipping out of our grip. I was an overconfident chump going into the jungle alone. Shit, more confidence. Okay, schlechte Zeit, um Tee zu schlürfen. Slow-Mo ist das bisschen geil, muss ich sagen, um die dann zu treffen. Ja, damit. Ja, ich kann hier auch nichts schießen, ich sehe die doch gar nicht. Ja, super, irgendwo da hinten, yo. Boah, was ist das denn für ein Typ, Alter? Ja, fahrt halt zu euren anderen Homies, Alter. Oh nö. Okay. Ja. Nein, die Waffe wurde gerade zu heiß. Ich kann nichts machen. Hab zu viel geballert. So, der ist tot. Okay, das ist jetzt blöd. Ja. Du wirfst hier keine Granate hin, ja. Lol. What the fuck? Das Ding brennt, glaube ich, gleich.
Ja, wie sie minimal am Brennen ist. Boah. Hey, I got it! I got it! I knew you could do it. Fangen das Ding einfach so voll schwarz, ist schon da voll explodiert. Hey, you see that? Shit, look out, more! Nicht weiter rechts rüberziehen, das muss ich gehen. Okay, da sind sie wieder. Und um jetzt mal, ich will jetzt nicht assi sein, aber wir machen hier mal einen kleinen Cut und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Und danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert uns doch einfach. Und bis zum nächsten Mal.